Ein Schreinerlehrling, der sich vor Holz fürchtet, ein Musterschüler, der durch die Prüfung fällt, Nils zeigt viele Facetten, aber nicht sein wahres Gesicht. Auch, dass sich der Teenie am nächsten Tag erneut in Gefahr bringt, ahnen weder Eltern noch Familienhelfer. Guten Tag. Hallo, Herr Tonsela. Hallöchen. Oh, Sie sind fleißig, wie ich sehe. Ja, das muss ja gemacht werden. Ja, ja. Also ich habe mir gestern natürlich einen Eindruck gemacht in der Schreinerei und habe mir so ein paar Fragen gestellt, die Sie mir vielleicht beantworten können. Ja. Und zwar, für mich war jetzt so mal das Thema Freundin. Hat er eigentlich eine Freundin, der Nils? Aktuell? Nicht, dass wir wissen. Nee. Was mich halt interessieren würde, wenn er eine hätte oder wenn er schon mal eine hatte, ne? Wie er sich so verhält. Ne? Weil ich habe natürlich immer noch im Hinterkopf die Geschichte mit dem Skateboard, ne? mit dem Planschbecken und so weiter. Ne? Ob sowas kann man natürlich auch machen, um so ein bisschen zu imponieren. Wie, wenn er schon mal eine Freundin hatte, hat er eine? Da ist er kein Typ für. Nee. Ist eigentlich ein ganz ruhiger, eher schüchtern. Also eigentlich hat er schon früh lernen müssen, mit Ablehnung umzugehen. Also er hat eigentlich nie so richtig... Hat auch irgendwie, der war auch nie so der beliebteste, ne? Also irgendwie ja, in der Schule. Ein bisschen schwieriger bei ja, das ist aber interessant, weil Sie sagen Ablehnung. Ne? Wie ist das denn überhaupt in der Schule so mit den Freunden? Ja, der ist halt ein bisschen introvertiert, ne? Dann hat er, also es hat immer ein bisschen länger gedauert, aber er hat dann schon seine, hat dann schon immer ein paar Freunde gefunden. Mhm. Waren aber nie so viele, ne? Die Frage, die ich mir halt stelle, warum macht er halt diese extrem gefährlichen Sachen, ne? Ja. Und kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass er um Anerkennung buhlt, ne? In der Klasse. Oder Entschuldigung, das ist mein Termin. Okay. Ja, ich komme. Ich bin ungefähr eine Stunde wieder da. Alles klar, ja? Schatz. Alles ja, klar. Wir machen gut, danke. Herr Kühn hatte noch einen Termin und hat die Situation verlassen. Ich habe dann mit Frau Kühn weitergesprochen. Dann kam ein Anruf und der war mehr als unheimlich. Oh, der Nils. Hallo, Nils. Mama. Hallo? Ja? Machen Sie mal einen Lautsprecher, bitte. Was ist denn? Was? Also was ist das wieder, einer deiner Scherze? Nee, das ist kein Scherz. Das ist wirklich gar kein Scherz. Das ist mein vollkommener Ernst. Wo bist du? Was ist denn da passiert? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Es ist stockduster. Ich komme hier allein nicht raus. Irgendwie ist diese scheiß Tür zugefallen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Bist du alleine? Ist jemand ich bei dir? Ich brauche wirklich deine Hilfe. Oh Gott, was machen wir jetzt? Wo ist er denn jetzt? Ja, weil du bist doch irgendwie da hingekommen. Du musst ja, ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Gar keine Ahnung. Oh mein Gott, wie bekomme ich den da raus? Was machen wir jetzt? Du musst noch irgendwie helfen. Ja. Was soll ich machen? Oh, was sind das für Geräusche da hinten? Also der soll mal einen Standort schicken. Schick mal, kannst du einen Standort schicken? Schick mal bitte. Oh nein, jetzt ist er auch noch weg. Oh. Ja, was hat er denn jetzt erzählt? Ich habe ja jetzt nicht alles. Er weiß überhaupt nicht, wo er ist. Er sagt, er weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Er kam nicht raus, er ist irgendwo eingesperrt. Ja. Ich weiß überhaupt, oh mein Gott, ich kriege keine Aber was Luft mehr. Was könnte das denn sein? Ich habe keine Ahnung. Also bei den Aktionen, die er in letzter Zeit gemacht hat. Ja, also deswegen habe ich ihm auch erst nicht geglaubt. Ja, also, aber das hört sich ja nicht unrealistisch an. Also, er hat ja ein paar Dinger gedreht in letzter Zeit. Nee, ne? Also das muss auch wirklich, hier ist wirklich, ist es ernst. Kurz darauf erreicht die verzweifelte Bürokauffrau doch noch eine Standortnachricht ihres Sohnes. An einem abgelegenen Bahngelände endet die Spur des 16-Jährigen. Zeigen Sie doch mal den Standort. Ja, das ist doch genau hier. Ja, wenn ich das jetzt sehe, ne? Also dieser Standort, der muss ja dann hier unten sein. Sollen wir es mal versuchen? Wir gehen mal in den Keller. Aber bleiben Sie bitte bei mir. Ja. Es ist bestimmt ganz dunkel. Machen Sie mal Licht an hier. Vorsichtig. Vorsicht, ne? Oh, das ist dunkel hier. Hier ist aber nichts. Was sind die Geräusche? So. Vorsicht, hier ist eine steile Treppe, hier geht's weiter. Gut. Ich glaube, da hinten ist auch irgendwas. Oh. Meinst du, wir können was finden hier? Ist so dunkel. Aber Vorsicht hier, ne? Das ist gruselig. Das ist Fake hier. Gucken Sie mal. Und die Geräusche, die kommen von hier, von dieser Funke. Sehen Sie die? Ja. Ja. Bis dahin war mir ja nicht klar, ob das jetzt ein Streich war oder ob das eine Entführung war oder irgendwas noch Schlimmeres. Aber als ich dann diesen Plastikgeist gesehen habe, da war mir klar, dass diese Aktion eher einem kindlichen Verstand entsprungen ist als einem Kriminellen. Moment.
das gehört? Das ist von da oben, ne? Wir sind dann zu dieser Tür gekommen. Dahinter muss ja irgendwas gewesen sein, denn da gab es eine Leiter, die hat diese Tür versperrt. Das macht man ja nicht umsonst. Nils? Nils? Da ist was. Nils? 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 Hallo? Hallo? Nils, was ist los? Was machst du hier? Mama. Ja, komm her, bitte. Komm her, beruhig dich. Komm, du musst keine Angst haben. Erzähl, was ist passiert, Nils? Die Tür ist zugefallen. Aber wie bist du hier hingekommen? Was machst du hier? Was heißt denn, die Tür ist zugefallen? Weißt du, was ich mir für Sorgen gemacht habe, Schatz? Komm hier. Komm, wir gehen raus. Das stimmt, ich habe mir das angeguckt. Die Tür geht nur von außen auf. Von innen geht die nicht auf. Mach ein Video. Was los? Wir machen. Was? Nein, du musst jetzt hier gar nichts. Du musst, wir möchten jetzt erstmal hier in Wahrheiten hören. Mach ein Video. Ja, wie mach ein Video? Jetzt erklär uns mal bitte, worum es hier geht. Ich soll ein Video machen. Nils, deine Mutter, ne? Die macht sich hier Sorgen. Da war was. Moment. Komm raus, los. Vorsicht. Ich muss ein Video machen. Vorsicht. So, das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass ihr dahinter steckt. Jetzt kommt mal hier einzeln raus. Als ich entdeckt habe, wo die Geräusche herkamen, da habe ich einige Gesichter gesehen, die mir bekannt vorkamen. Die kannte ich nämlich schon von Nils Ausbildungsstätte. Und dass die was damit zu tun haben, das habe ich mir auch schon fast gedacht. Ihr wart das mit dem Geist, ne? Ja. Ihr habt auch gerade die Geräusche gemacht, oder? Nein, das ist ja. Geist. Ach, ja, was ist das denn da? Ja, und weißt du, wo ich das noch gefunden habe? Bei mir zu Hause. Nee, an dem Geisterkopf. Also jetzt komm, jetzt noch abzustreiten, das ist ja wohl ein bisschen Blödsinn, ne? Pass mal auf, könnt ihr euch nicht vorstellen, wie sich jemand fühlt, der in so einem Raum eingesperrt ist und nicht mehr rauskommt? Kein Licht und gar nichts? Nee, das riecht so. Die Tür war zu, die ging gar nicht mehr auf von innen. Das war zu viel, Leute, echt. Pass mal auf, wir machen das mal so. Wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt und euch in einen anderen nicht so hineinversetzen könnt, jetzt rede ich, ne? Dann probieren wir das mal aus. Hast du mal Bock, mal mit dem Nils zu tauschen? Ja, bist du mutig oder nicht? Ja, bin ich. Ja, okay, dann komm mal, Nils. Tausch doch mal bitte die Plätze. Stell du dich doch mal alleine dahin, so alleine, wie der Nils sich im Moment fühlt. Und du geh mal zu deiner Gruppe, du bist ja jetzt der Chris. So, stopp. So, dann mach mal. Wie ist der Chris denn so? Ich bin der Chris, ich bin der Anführer. Ich werde ihn jetzt fertig machen und ich werde ihm zeigen, dass er die ganze Mutprobe machen muss. Kommt, Leute, lacht ihn mal aus, was für ein Idiot er ist. Er ist ein richtiger Idiot, er denkt, die Prüfung wäre zu Ende, aber jetzt geht er erst richtig weiter. So, merkst du was? Ja, das ist nicht schön. Das fühlt sich ganz anders an, wenn man plötzlich in der Rolle des anderen ist, ne? Wenn man alleine dasteht. Weißt du, was du mir angetan hast? Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass irgendwas Schlimmes passiert. Den ganzen Stress, den du mir angetan hast, Alter. Nee, das nix. Ich meine, ich dachte, ich wollte ja nur Spaß machen. Wie denn nur Spaß, Alter? Was daran Spaß? Junge, ich habe gedacht, es passiert was Schlimmes. Ich habe mir fast in die Hose gepisst. Was musstest du sonst noch machen? Ich musste mich an ein Skateboard hängen, ich musste mich im Pool besaufen, das Ganze auf Video festhängen. Nils Kollegen waren nicht bewusst, wie sehr sie den 16-jährigen Azubi mit ihren vermeintlich lustigen Mutproben unter Druck setzen. Nur um dazu zu gehören, hat der schüchterne Teenager mitgespielt, mit schwerwiegenden Folgen. Ich muss auch unbedingt mal sagen, dass man darf sich auf sowas natürlich auch selbstverständlich nicht immer einlassen, weil dann kommen solche Sachen dabei raus wie mit der Prüfung. Ich denke, das hat auch was damit zu tun, oder? Ja, die Prüfung hat auch dazu getan. Ich musste die ganze Zeit Mutproben machen. Erst war das alles leicht. Ich dachte, das wäre alles okay. Aber dann kamen die Mutproben und die wurden immer schlimmer, dass ich mich nicht konzentrieren konnte. Und dann ist die Prüfung halt vollkommen verkackt. Nils ist ja als introvertierter Typ beschrieben worden, der eher Schwierigkeiten hat, auf eine Gruppe zuzugehen. Und wenn man das nicht gewohnt ist und noch nie geübt hat, dann weiß man natürlich auch nicht, wie das geht. Nils hat es jetzt zum ersten Mal so richtig gemacht, dass er irgendwo dazugehören wollte und hat auch gleich eigentlich ins Fettnäpfchen getreten und ist auch auf die falschen Leute getroffen. Ich finde, das ist zumindest jetzt erstmal an Ort und Stelle eine Entschuldigung wert, oder? Das Ding ist, also ich meine, ich wollte wirklich nur, dass wir ein bisschen Spaß haben, dass wir so ein bisschen lachen können. Ja, das war trotzdem zu viel, Leute. Ja, das nächste Mal lachen wir mit dir und nicht über dich. Ja. Pass auf, ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Wir unterhalten uns dann noch genauer drüber, aber vielleicht nicht eher in diesem Loch, okay?
Wohlbehalten zurück im Tageslicht hat Nils die Entschuldigung seiner Kollegen angenommen. Teil der Clique will er jedoch nicht mehr werden. Inzwischen hat der Azubi neue Freunde gefunden und meistert seine Prüfungen mit Links.